Nachdem Kool Savas berühmt wurde, brachte er ein Collabo-Album raus, was innerhalb von nur 24 Stunden entstanden war, löste er sein eigenes Label Optic Records wieder auf und brauchte nach seinem Durchbruch 9 weitere Jahre, um das erste Mal mit einem Album auf Platz 1 der Charts zu landen. Was in Kool Savas Leben noch alles als seinem Erfolg geschah, hörst du diesem Video, präsentiert von Der Biograf. Den Link zum ersten Teil seiner Biografie findest du in der Videobeschreibung. Mein Image ist es, der herausstechendste und hochqualifizierteste Rapper zu sein, von dem sogar andere Musiker Fan sind. Und das will ich auch weiterhin aufrechthalten. 2002. Savas Debütalbum Der beste Tag meines Lebens wurde zu seinem Durchbruch. 85.000 verkaufte CDs und ein Charteinstieg auf Platz 6. Das konnte sich sehen lassen. Neben den Künstlern Savas, Valeska, Echo Fresh, Melbeats und DJ Nikon gab es inzwischen auch 2 Mitarbeiter bei Optic Records, die hinter den Kulissen schufteten. Doch das reichte mittlerweile nicht mehr aus, also rief er seinen Kumpel David an und bat ihn um seine Mithilfe. Hi David, ich habe vor kurzem mein eigenes Label gegründet und habe auch schon 2 Mitarbeiter. Der eine kümmert sich ums Merch und der andere um Bürosachen. Ich bräuchte allerdings noch jemanden, der sich um das Booking und die ganzen Finanzen kümmert. Hättest du Lust? Boah, ich weiß nicht, Savas. Ich kenne mich ja überhaupt nicht mit der Musikindustrie aus. Ach, ich weiß, dass du das kannst, David. Du schaffst das schon. Savas war gut ermotivierend, sodass David sich schnell überreden ließ und nun auch dabei war. Was hatte er schon zu verlieren? Jetzt waren sie im Büro zu dritt und konnten als Label so richtig loslegen, während sich Savas auf alle kreativen Sachen konzentrierte. Bei finanziellen Angelegenheiten wurde zwar weiterhin immer um seine Zustimmung gebeten, doch viel wichtiger war ihm stets, wie die einzelnen Künstler präsentiert wurden. Das ist mein Team und ich glaube daran. Nach dem Erfolg von Der beste Tag meines Lebens wollte Savas jetzt auch seinem Schützling Echo eine Karriere in der Musikindustrie ermöglichen und nahm deshalb alle Pressetermine zu seinem eigenen Album mit der gesamten Optic-Crew wahr. Das war auf der einen Seite natürlich schön für die Künstler, auf der anderen Seite aber auch sehr anstrengend und kostenintensiv. Denn Savas steckte viel Geld in sein Team und bezahlte es mit seinen eigenen CD-Einnahmen. 2003. Bald aber bröckelt es an der freundschaftlichen Beziehung zwischen Savas und Echo, denn beide waren sich uneinig über Echos künstlerische Entwicklung. Das Thomas Stein und Roberto Blanco Video sowie der König von Deutschland Song gefielen Savas noch, doch kurz darauf begann die Auseinandersetzung. Echo zeigte Starallüren, wovon Savas enttäuscht war und schließlich sogar wutentbrannt von einem Videodreh flüchtete. Der Fehler war, dass nicht offen darüber gesprochen wurde. Mitarbeiter von Optic Records versuchten zwischen den beiden Streithähnen zu vermitteln, doch die beiden blieben sturköpfig. Als Savas dann die Ich bin jung und brauche das Geld Single hörte, platzte ihm der Kragen. Echo wollte aber nicht auf ihn hören und erhielt im Gegenzug die Auflösung seines Vertrags bei Optic Records. Alle Beteiligten litten unter dem Rauswurf von Echo und seiner Freundin Valeska. Freunde versuchten noch mit Echo zu reden und ihn zur Vernunft zu bringen, aber der blieb seiner Ansicht weiterhin treu. Das war halt eine Zeit, die so nicht wiederkommen wird. Ein unschlagbares Dreamteam. 2004. Doch das Karussell des Lebens drehte sich weiter und das Label zog in ein größeres Büro nach Berlin-Friedrichshain um. Die Optic-Crew war Geschichte. Im Sinne der kriegsähnlichen Zustände machten sie nun als Optic-Army weiter. Neue Künstler wie Urchandise, Kaputt, SD und Amar wurden hierfür gesigned und wenig später um Spontan und Mo Mitchell ergänzt. Optic Records verzeichnete jetzt hohe Umsätze, was jedoch weniger den Neuzugängen geschuldet war, als vielmehr Savas eigener Performance. Wo sehe ich uns in 5 Jahren? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Zeiger drehen werden. Am 5. April 2004 erschien das Remix-Album Die besten Tage sind gezählt, euer bester Freund und landete auf Platz 12 in den Charts. Außerdem veröffentlichte Optic Records im selben Jahr das Mixtape Kool Savas Goes Hollywood, das inoffizielle Remixe von bekannten US-Songs enthielt. Auf 10.000 verkauften Einheiten konnten die Zuhörer Zeuge werden, wie Savas den Stars aus Übersee raptechnisch praktisch in nichts nachstand. 2005. Mit dem nächsten Mixtape setzten sie nochmal eins drauf. Die erste Auflage der John Bellow Story war noch vor der Veröffentlichung ausverkauft und übertraf alle Erwartungen. Als das Optic-Team davon mitbekam, musste es schnell reagieren und in Windeseile weitere CDs nachpressen. Vor allem durch den Hype um das Urteil, bei dem Savas mit Echo abrechnete, lohnte es sich zu diesem Zeitpunkt auch finanziell für das Independent-Label. Auf persönlicher Ebene war es dennoch für alle unschön zu sehen, wie sich 2 ihrer Freunde in aller Öffentlichkeit beleidigten. Es war halt eine Zeit, die keinen wirklich glücklich gemacht hat. 2006. Trotz des Hypes lief es bei Optic Army sehr schleppend. Das Problem lag darin, dass nur Savas wirklich gut funktionierte. Die restlichen Künstler waren zwar alle akzeptiert und hatten ihre Fans, doch brachten keinen wirklich großen finanziellen Mehrwert. Erste Mitarbeiter waren frustriert und verließen das Label, trotz großer Bemühungen. 2008. Die freigewordene Stelle konnte inzwischen gefüllt werden, doch die Zeit von Optic Records war abgelaufen. Savas Erfolg mit Veröffentlichungen wie One zusammen mit Azad, John Bellow Story 2 und Tod oder Lebendig konnten auch nicht ewig den finanziellen Misserfolg der anderen Künstler ausgleichen, sodass es in einem Meeting zur Konfrontation kam. Es kann nicht sein, dass nur über Savas alles finanziert wird. Wir sind kein Verein, sondern ein Label. Ja, ihr habt recht, wir können das so nicht weitermachen. Die Last und das Risiko sind zu groß.
So gab Savage im Juli 2008 bekannt, dass Optic Records zum Beginn des nächsten Jahres schließen würde. Die Geschichte eines der erfolgreichsten und bekanntesten Indie-Labels des deutschen Rap endete hier. 2010. Gleichzeitig begann mit der Gründung seines neuen Labels Essa Entertainment und der Arbeit an einem neuen Mixtape ein neuer und erfolgreicher Abschnitt in Savages Karriere. John Bello Story 3 wurde extrem schnell aufgenommen, da praktisch permanent Leute im Studio waren. Von Frankie Kubrick über Mo Mitchell bis hin zu Motrip. Alle gaben sich die Ehre in Savages Aufnahmekabine. Das spornt ihn an, denn es fiel ihm grundsätzlich schon immer leichter, wenn andere Rapper dabei waren. 2011. Auch wenn Savage die Anwesenheit anderer Künstler genoss, war er seinen Fans seit langer Zeit mal wieder ein komplettes Soloalbum schuldig. Am 11. November 2011 erschien deshalb Aura, das auf Platz 1 in den deutschen Albumcharts landete. Nicht nur auf Erfolgsebene, sondern auch im mentalen Bereich läutete der Longplayer eine neue Ära in Savages Karriere ein. So bestand seine Motivation am Anfang noch darin, so krass zu rappen, dass sogar andere MCs Fans wurden, mittlerweile hatte sich das jedoch wahrnehmbar geändert. Ich mache die Musik für mich und versuche noch nicht einmal etwas zu machen, das der Zielgruppe gefällt. Ich versuche nur etwas zu machen, womit ich selbst klarkomme. Gespaltene Persönlichkeit zusammen mit Xavier Naidoo, Märtyrer und Essa Damus waren in darauffolgenden Jahren Werke des erwachsenen Savage, die ihn für sein großes Durchhaltevermögen zu belohnen schienen. Zweimal Platz 1 und einmal Platz 3 sowie Gold- und Platin-Auszeichnung markierten nun auch seinen vollständigen kommerziellen Durchbruch. Trotz des großen Erfolgs wird sich Savage im September 2017 nochmal auf alte Werte zurückbesinnen. Zusammen mit Sido veröffentlicht er nicht nur am 29.09. das gemeinsame Album Royal Bunker, sondern geht mit dem im Januar 2018 noch auf Tour. Das war die Kurzbiografie von Kool Savage seit seinem Erfolg. Wenn du wissen willst, was in Kool Savage Leben vor seinem Erfolg geschah, schau dir unbedingt den ersten Teil an. Den Link zum ersten Teil seiner Biografie findest du hier oder in der Videobeschreibung. Falls dir das Video gefallen hat, dann klicke doch auf den Daumen. Und falls du mehr solcher Videos sehen möchtest, hinterlasse doch ein Abo. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf.